Wissenschaft, Tod und Verschwörungstheorien. Das ist die Insel Riems in der Ostsee und der gefährlichste Ort Deutschlands. Hier forschen hunderte Wissenschaftler unter Ausschluss der Öffentlichkeit, umringt von Wasser, riesigen Zäunen und Wachen. Die Öffentlichkeit durfte diesen Ort das letzte Mal vor mehr als 10 Jahren betreten. Aber was passiert auf dieser Insel? Warum ist die Forschung gleichzeitig so wichtig und so tödlich? Und was passiert im berühmten S4-Bereich? Die gefährlichste Forschung Deutschlands, genau darum geht es heute bei Dr. Watson. Hey, wenn ihr nach kreativen und nachhaltigen Weihnachtsgeschenken sucht, dann haben wir was für euch. Verschenkt doch eine Mitgliedschaft bei Planet Wild und somit die Renaturierung unseres Planeten. Mehr Infos dazu gibt's am Ende des Videos und da bekommt ihr auch noch von mir was geschenkt. 1898. Der Wissenschaftler Friedrich Löffler erforscht den Erreger der Maul- und Klauenseuche. Und damit erfindet er nichts Geringeres als die Virologie. Aber es gibt ein Problem. Seine Forschung ist tödlich. Dort, wo er forscht, häufen sich die Ausbrüche der Seuche durch Virenverschleppungen aus dem Labor. Immer mehr Tiere werden krank, was ja auch irgendwie logisch ist, denn niemand wusste bis dato so richtig, dass es Viren überhaupt gibt und wie sie sich verhalten. Auch Löffler selbst hatte anfangs nur Vermutungen. Seine Arbeit am Festland ist also so gefährlich, dass ihn der Staat auffordert, seine Forschung dort zu machen, wo die Tierwelt und Bevölkerung nicht sind. Auf einer Insel in der Ostsee. Riems. Sie ist 1,3 Kilometer lang und 300 Meter breit. Die einzige Verbindung gibt es über eine Seilbahn, später mit einer Brücke. Jeder Mensch, jedes Tier und alles andere, was hier rein und raus geht, kann streng kontrolliert werden. Nichts betritt oder, ganz wichtig, verlässt die Insel, wenn es eine Gefahr darstellt. So entsteht auf Riems das Friedrich-Löffler-Institut. Die weltweit erste virologische Forschungsstätte. Heute arbeiten hier, unter den krassesten Sicherheitsbedingungen, über 800 Menschen. Sie forschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Prävention, Diagnose und Bekämpfung der schlimmsten Krankheiten der Welt. Da gibt es natürlich solche, die ihr bestimmt schon kennt. Zum Beispiel SARS oder die Vogelgrippe. Aber es gibt auch noch den berühmt-berüchtigten S4-Teil des Instituts. Und zu dem kommen wir gleich, denn vorher müssen wir verstehen, was die Forschung auf Riems so gefährlich macht. Das Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger, kurz INNT. Wenn eine Krankheit sich nur von Tier zu Tier übertragen lässt, dann spricht man von einer Tierseuche. Für Tiere ist das, logischerweise, sehr gefährlich, aber für uns Menschen nur indirekt. Wir werden zwar nicht krank, aber wenn die Tiere krank werden, die wir essen, fehlen uns eben diese Nahrungsmittel. Ein noch größeres Problem haben wir, wenn eine Krankheit nicht bei Tieren bleibt, sondern auch uns befallen kann. Das nennt man dann Zoonose. Das sind Infektionskrankheiten, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Prionen oder Viren verursacht und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Beim INNT forscht man an beidem, also an Tierseuchen und Zoonosen. Und die Liste der Erreger ist ziemlich lang. Alphaviren, Coronaviren, Bunya-Viren und noch vieles mehr. All diese Erreger werden auf Riems untersucht, es werden Nachweismethoden entwickelt und dazu wird sich noch damit beschäftigt, wie die Krankheit entsteht und verläuft. Und um Infektionskrankheiten besser zu verstehen, muss man sie eben da haben. Auf Riems finden sich also Erreger für die Vogelgrippe, für die Schweinegrippe, Corona und noch vieles mehr. Und jetzt die wichtige Frage, ist das nicht super gefährlich? Und die Antwort ist, jein. Bei einem Ausbruch könnte es zu Ansteckungen von Tieren und Menschen außerhalb der Labore kommen, ja. Aber wenn ein solcher Ausbruch ziemlich unwahrscheinlich ist, dann ist die Forschung ja wiederum eigentlich sehr sicher. Und dafür sprechen zumindest die ziemlich krassen Sicherheitsvorkehrungen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwierig es für einen Erreger wäre, aus dem Labor auszubrechen, müssen wir uns die Arbeitsbedingungen im S4-Labor anschauen. Für die Krankheiten, an denen hier geforscht wird, gibt es weder Impfstoffe noch Therapien. Nach einer Infektion ist man also seinem Schicksal ausgesetzt und das kann fatal enden. Zu den Erregern in S4 gehört zum Beispiel Ebola, was in 30-90% der Fälle zum Tod führt. Das S4-Labor befindet sich weg vom Rest des Instituts in einem baulich abgetrennten Bereich der Insel. Dort muss man durch 3 Schleusen mit einer Druckkaskade gehen. Die sorgt dafür, dass im Labor ein Unterdruck aufrechterhalten wird, der sicher geht, dass bei einer Undichtigkeit keine Luft aus dem Labor entweichen kann. Generell wird alles, was an Luft rein und raus geht, gefiltert. Dazu kommt, dass das komplette Labor gasdicht ist.
Auch sämtliches Abwasser aus dem Labor wird chemisch und thermisch unschädlich gemacht. Das alles stellt sicher, dass Erreger sich weder über die Luft noch über Gas oder das Abwasser einen Weg nach draußen suchen können. Okay, aber was ist mit den Tieren? Im Labor selber ist natürlich alles, womit geforscht wird, unter Verschluss. Tierkörper, an denen man hier forscht, werden im Labor beseitigt. Sie verlassen also nie wieder den S4-Bereich. Und was ist mit den Menschen? Die verlassen ja hoffentlich schon wieder den S4-Bereich. Jeder, der hier arbeitet, steht in ständigem Funkkontakt mit der Außenwelt und vor dem Labor wartet immer Backup-Personal im Falle, dass etwas schief geht. Und nach einem Besuch im S4-Labor muss man sich einer Chemiedusche unterziehen, um die Erreger abzutöten. Ganz schön krass und auch irgendwie paradox. Auf Reims sind die tödlichsten Erreger der Welt, für die es keine Heilung gibt. Das macht die Insel mega gefährlich. Aber aus dem gleichen Grund ist die Insel eigentlich super sicher. Es ist also gleichzeitig vielleicht einer der gefährlichsten und sichersten Orte Deutschlands. Okay, da gibt es aber noch ein Problem, gegen das die meisten Sicherheitsvorkehrungen nutzlos sind. Sobald es einmal wissenschaftliche Ergebnisse gibt, ist die Box der Pandora geöffnet. Ergebnisse zu Erregern, die ganze Landstriche auslöschen können, sind dann im Umlauf und können für Gutes oder für Schlechtes genutzt werden. Terroristen könnten zum Beispiel mithilfe von Forschungsergebnissen Biowaffen bauen. Und dafür müssen sie nicht mal auf Reims einbrechen oder so. Das Wissen wird ja mit der internationalen Forschungscommunity geteilt und ist mal mehr und mal weniger leicht zugänglich. Die tödlichsten Waffen der Geschichte waren auch mal harmlose wissenschaftliche Experimente, zum Beispiel die Kernspaltung. Aber ist das ein Grund, Forschung zu stoppen, wenn sie potenziell gefährlich eingesetzt werden kann? Hinter dieser Frage steckt ja ein ethisches Dilemma. Und das ist eins, das wahrscheinlich irgendwann mal jeden Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin beschäftigt. In fast allen Wissenschaftsgebieten besteht die Gefahr, dass Forschungsergebnisse und Methoden, die eigentlich mal gut gemeint waren, zu schädigenden Zwecken missbraucht werden können. Man nennt das auch die Dual-Use-Problematik. 2012 haben Forscherinnen und Forscher gezeigt, dass Vogelgrippeviren über Mutation die Fähigkeit entwickeln können, zwischen Frettchen über die Luft übertragen werden zu können. Und dafür gab es einiges an Kritik. Nicht nur können diese hochpathogenen, also höchst krankmachenden Erreger bei einem Unfall nach draußen gelangen, sie könnten auch die Grundlage für verheerende Biowaffen sein. Die Forscherinnen und Forscher verteidigen aber ihre Arbeit. Die Ergebnisse sind ein Einblick in die Veränderung des Virus. Unter welchen Umständen wird es zur Bedrohung? Und mit diesem Wissen lassen sich dann Viren einordnen und Schutzmaßnahmen ergreifen. Finde ich, klingt relativ logisch. 2016 stuft der Direktor der amerikanischen Sicherheitsbehörde NSA die Genschere CRISPR-Cas9 als mögliche Massenvernichtungswaffe ein. Mit neuartigem Gene-Editing kann man theoretisch Viren erzeugen, die unsere DNA attackieren, oder Killer-Moskitos, die Nahrungsmittelgrundlagen angreifen. Und ja, das sind alles Sorgen, die ich verstehen kann. Aber gleichzeitig ermöglichen uns Genome-Editing-Methoden ungeahnte Möglichkeiten, die unlösbare Probleme in der Wissenschaft auf einmal lösbar machen. Schaut euch dazu gerne unser Video hier an. Und das ist kein rein biologisch-chemisches Problem. Fortschritte der KI-Forschung werden gerade genutzt, um neue Methoden zu entwickeln, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gleichzeitig werden sie aber auch genutzt, um uns auszuspionieren und Desinformation zu verbreiten und Angst zu schüren. Also, falls ihr jetzt von uns eine klare Antwort erwartet, wann gefährliche Forschung in Ordnung ist und wann nicht, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben es hier eben mit einem Dilemma zu tun. Es gibt erstmal keine richtige oder falsche Antwort. Aber natürlich beschäftigen sich super viele Forscherinnen und Forscher auf einer Metaebene mit genau diesem Problem. Was sich da zumindest festhalten lässt, ist, dass es wie so oft auch sehr kompliziert ist, Forschung im Hinblick auf ihren Kosten-Nutzen-Faktor zu bewerten. Man muss für jedes Forschungsprojekt eine individuelle, detaillierte Analyse anfertigen, um zu entscheiden, ob die Ergebnisse mehr Vor- als Nachteile produzieren. Und das ist wahnsinnig kompliziert. Wer hat am Ende Zugang zur Forschung? Lassen sich Ergebnisse zu militärischen oder terroristischen Zwecken einsetzen? Gibt es ungeahnte Konsequenzen einer Entdeckung? Das ist alles schon schwierig genug zu beantworten. Und dann kommt aber noch eine zweite Achse ins Spiel. Zeit. Forschung, die jetzt gerade unproblematisch ist, kann in Zukunft Schaden anrichten oder in Kombination mit bisher unentdeckten Technologien von etwas Harmlosem zu etwas Tödlichem werden. Zum Beispiel wollte Albert Einstein natürlich nie, dass seine Forschung genutzt wird, um eine Atombombe zu bauen.
Auf einmal ist um die Forschung eine moralisch-ethische Diskussion, bei der man nicht nur die Interessengruppen in der Gegenwart, sondern auch Menschen, die noch nicht geboren sind, berücksichtigen muss. Und das ist nur ein Bruchteil der Fragen, die sich die Expertinnen und Experten stellen. Auch die Forschung auf Riems kann man so sehen. An diesen Erregern zu forschen, kann sehr gefährlich sein, aber wenn nicht daran geforscht wird, kann es im Zweifel noch viel gefährlicher werden, und das aus zwei Gründen. Erstens, wir haben alle miterlebt, was Zoonosen, wie zum Beispiel Corona, mit unserer Gesellschaft machen können. Zwei Drittel aller neuen Krankheiten sind Zoonosen, und ohne die Forschung daran können sie uns unvorbereitet treffen. Und zweitens, Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Wenn wir hier uns dagegen entscheiden, an Zoonosen zu forschen, wird es trotzdem irgendwo auf der Welt jemand anderes machen. Nur dass wir uns da nicht sicher sein können, dass das Wissen geteilt und mit denselben Werten daran geforscht wird. Deswegen bin ich persönlich sehr froh, dass es die Forscherinnen und Forscher auf Riems gibt, die diese super wichtige Arbeit machen. Genauso wie ich froh bin, dass es Menschen gibt, die sich tagtäglich konsequent für Naturschutz einsetzen. Und das macht das Team von Planet Wild. Und eine Mitgliedschaft hierbei könnt ihr jetzt auch als Weihnachtsgeschenk verschenken. Weihnachten verkommt in meinen Augen häufig zu einer sinnlosen Konsumschlacht. Mit Nachhaltigkeit hat das dann meistens gar nichts mehr zu tun. Wenn euch das auch zu blöd ist, dann schenkt euren Liebsten doch lieber etwas Naturschutz. Mit einem solchen Geschenk könnt ihr euch sicher sein, dass es wirklich einen positiven Effekt für den Schutz des Planeten hat und nachhaltig ist. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Die Rewilding-Organisation Planet Wild aus Berlin führt nämlich jeden Monat ein großes Naturschutzprojekt durch, um unseren Planeten zu renaturieren und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Ihre Arbeit dokumentieren sie dann immer in einem coolen YouTube-Video, und finanziert wird das alles von einer Community, der jeder beitreten kann, der etwas für den Schutz unseres Planeten tun möchte. Ich bin da übrigens auch schon länger Mitglied und ich freue mich immer sehr über die extrem coolen Aktionen. Und jetzt habe ich noch ein Geschenk an euch zu Weihnachten. Für die ersten 200 Leute, die eine Planet Wild Mitgliedschaft beantragen, bezahle ich den ersten Monat. Klickt dazu unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und meldet euch an. Es ist wirklich eine gute Sache. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.